Schmitten, die Einsatzkräfte der Bergwacht am Großen Feldberg retten bei Wind und Wetter verunglückte Ausflügler. Wegen Corona explodierte die Besucherzahl auf Hessens zweithöchsten Berg. Dementsprechend war die Bergwacht nach eigenen Angaben in diesem Jahr gefordert wie nie, und ausgerechnet bei den Engeln des Feldbergs haben nun Idioten randaliert. Am Samstag bemerkten die Helfer, dass Unbekannte in der Nacht aufs Gelände der Rettungsstation eingedrungen waren. Offensichtlich hatten die Unbekannten das Tor vor der Bergwachthütte geöffnet und waren dann mit einem Auto den Waldweg in Richtung Windeck herunter und auf die Wiese vor der Hütte gefahren. Folge: Der Rasen wurde von den durchdrehenden Reifen beschädigt. Dazu warfen die Unbekannten eine Sitzgarnitur um und schleuderten sie in den Zaun des Bergwachtgeländes. Außerdem schnappten sich die Täter ein paar Sachen aus einem Unterstand am Rand der Hütte und verteilten sie auf der Wiese. Für die Bergwachtretter ist der Anschlag auf ihre Diensthütte äußerst ärgerlich. Gerade für ehrenamtliche Helfer, wenn neben dem hohen Einsatzaufkommen zusätzlich noch der Schaden von Vandalismus auf dem Gelände der Bergrettungswache beseitigt werden muss. Hintergrund: Allein im Sommer gab es auf dem Großen Feldberg 50 Alarmierungen. Und der Winter wird nicht weniger mühsam. Am 1. Dezember mussten die Helfer einen verletzten Schüler rund einen Kilometer bei Schnee mit der Gebirgstrage von der Bürgelplatte bei Kronberg aus dem Gelände zu einem Rettungswagen transportieren. Dazu kamen in den Folgetagen Rettungen weiterer, zum Teil schwer Verletzter. Hinweise: 06172 1200.